Okay, jetzt sind wir am Start. Lieber Dennis, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst aus dem Urlaub raus. Und Yes, immer. das ist ja ein neues Format, das wir probieren. Wir haben das jetzt mal Potential Podcast getauft, einfach damit wir gemeinsam das Potenzial von jedem Einzelnen erreichen. Und du bist heute ein ganz spezieller Gast im Podcast. Du bist zugeschaltet aus dem Workcation, also ich sag mal, da muss man immer beim Networker immer sagen, eigentlich arbeite, aber er kann unterwegs sein. Also das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache. Und lieber Dennis, deine Frau hatten wir auch schon im Podcast. Und ihr beide habt mir natürlich ermöglicht, das Juice Plus Business kennenzulernen und mein komplettes Leben verändert damals. Und da bin ich natürlich dir, aber auch der Claudi natürlich auf ewig dankbar. Und ich darf jeden Tag auch noch von dir lernen, gerade wenn es um das Thema Investments geht, investiere geht, das wollen wir ja heute ein bisschen erreichen, das Thema. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, also ich weiß, du bist in Mühlacker aufgewachsen, in der Nähe von Stuttgart, du hast zwei Kinder, du warst Zahnarzt früher, du warst auch Tennisprofi früher, dann hast du eben ein Zahnarztstudium gemacht und hast dann in der Zahnarztpraxis gearbeitet, hast dann eben ein Business Teilzeit aufgebaut und hast es dann Vollzeit irgendwann gemacht und mittlerweile wohnst du in der Schweiz mit deiner Frau zusammen und also ihr habt schon einen krassen Weg zusammen. Aber vielleicht will ich da kurz drauf eingehen. Wie hast du Claudia überhaupt kennengelernt und ihr seid ja auch schon ewig zusammen. Vielleicht, das ist vielleicht auch ganz interessant, die Geschichte. Absolut. Also Chris, erstmal danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne mit dir im Gespräch und ich bin hier gerade in Griechenland mit meinen Kindern. Wir sind hier im Robinson Club in Killini Beach heißt es hier, ja. Okay. Und wir sind eine Woche runtergefahren und wir fahren wieder eine Woche hoch. Also es sind 4 Wochen unterwegs. Das ist schon mal die Networker-Freiheit, die ich natürlich als Zahnarzt niemals gehabt hätte. Aber kurz mal zurück, ja, also ich und Claudi, wir sind jetzt schon seit 1994 zusammen, also wir sind schon eine Institution, muss man sagen. Und ich würde sagen, mein ganzes Leben ist eigentlich so unter der Überschrift, ich bin gern anders, ja. Also ich war immer der Typ und mich hat es immer gereizt, der eine, ich sage immer, der eine Rote unter alle Grüne zu sein, ja. Ich fand es immer cool, ein bisschen anders zu sein. Das war auch schon mein Tennisweg. Ich war ja bis zu meinem, glaube ich, 18. Lebensjahr, war ich in meinem Dorf fast nie im Freibad. Also nie eigentlich. Ja. Ich war jeden Tag auf dem Tennisplatz nach der Schule. Aber ich fand es irgendwie cool, auf dem Acker zu stehen und alles im Freibad und ich mache was für meine Zukunft. Also das hat mich schon immer motiviert. Ich war schon immer einer, der halt einfach ein bisschen mehr wollte. Ich habe die Welt immer schon gut beobachtet. Ja. Du kennst mich ja, ich bin ja ab und zu mal kurz weg, ja, nenne ich es. Ja, bin ja so in der Drohnenperspektive. Und ich habe die Welt immer schon gut beobachtet. Ich habe immer gesehen, hier, da gibt's, die Welt ist schön und es gibt tolle Dinge, die man tun kann und es gibt viele Möglichkeiten. Und das war eigentlich schon immer mein Antrieb, mehr zu tun, mehr zu machen, mehr zu erleben, mehr zu haben. Aber in allen Lebensbereichen, ja. Und das ist so ein bisschen mein Urantrieb. Und wenn ich ja, dementsprechend mir Dinge vornehme, dann fange ich die an und dann bleibe ich halt auch dran. Ja. Weil du weißt diesen alten Satz, wenn du einmal aufgibst, wird es zur Routine. Wenn du einmal im Leben irgendwas, was du dir vorgenommen hast, aufgibst, dann wird es zur Routine. Du gewöhnst dir das an, dann kommt die nächste Sache, die du anfängst und machen willst, dann gibst du wieder auf. Und wieder, weil du hast das schon mal aufgegeben. Ja? Und da bin ich Gott sei Dank nie reingerutscht. Und das ist ja eine kleine wichtige Message im Leben, wenn ihr einmal bei was aufgebt, es wird zur Routine werden und ihr werdet es immer wieder tun. Deshalb gewöhnt euch gleich an, da durchzuziehen. Und ich habe die Claudia mit, sie war damals, glaube ich, 15 kennengelernt. Und ich habe keinen Scherz, ich habe damals schon gewusst, ich werde die Frau heiraten. Ich werde mit der Kinder haben. Also es war echt große Vision mit 17 und 15. Aber ich wusste eigentlich schon, ja, es war immer mein Ziel, dahin zu kommen mit ihr, wo wir heute tatsächlich auch stehen. Ja, auch als Family, als Paar. Ja. Also ich habe schon immer weit in die Zukunft gedacht und alles in meinem Leben, was ich mache, ist eigentlich immer auf Long Term. Ja? Weil alles Wertige, alles Große ist Long Term im Leben. Das darf man auch nicht vergessen. Es sagt es, bei euch ist es irgendwie schon selbstverständlich, aber ihr zwei seid ja eins der erfolgreichsten Paare im Juice Plus Business in der Welt, auf jeden Fall in Europa. Und mit euch kann man Kaffee trinken und man kann irgendwie auch mal, irgendwie, sag ich jetzt mal, von der Hüfte ein paar Sätze schießen. Also es ist schon crazy, wie bodenständig ihr trotzdem irgendwie geblieben seid. Aber viele fragen sich bestimmt auch,
vielleicht auch noch, warum du als Zahnarzt dann trotzdem noch eine andere Profession gesucht hast, noch einen anderen Weg gegangen bist. War das auch anders zu sein, vor allem, weil theoretisch als Zahnarzt, du hast ja auch viel Zeit investiert in deine Zahnarztausbildung. Also viel Zeit dann war ja dann in, für die Katze in Anführungszeichen, wo du dann einen anderen Weg eingeschlagen hast. Das muss ja schon ein großes Thema gewesen sein, der Wechsel. Also für die Katze ist niemals im Leben, denke ich. Alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und da bin ich dankbar dafür. Ja? Aber ich habe einen sehr wichtigen Satz von meinem Onkel, und der ist aus den USA. Und der ist ein Multi-Multi-Multi-Millionär. Ja? Also ein sehr erfolgreicher Mann. Sein Nachbar links ist Stephen King und rechts wohnt Martina Navratilova. Ja? Also der hat viel erreicht und der hat zu mir gesagt, Dennis, wir Amerikaner sind Pragmatiker. Und die Deutschen sind Dogmatiker. Ne? Das heißt, wir haben dieses Dogma, wenn wir was gelernt haben, irgendeinen Job gemacht haben, dann müssen wir das bis zum Ende durchziehen, egal ob wir glücklich sind oder nicht. Und wie soll bitte ein Anfang 20-jähriger Mensch wissen, was er mit 40 im Leben tun möchte? Das ist unmöglich. Ja? Und ich habe irgendwie relativ schnell gesehen durch dieses Network-Business, dass mir die, weil ich bin trotzdem ein Gefühlsmensch und ich habe sehr sensible Antennen. Und ich habe gespürt, dass mir die Energie, ja, die Freude, der Spaß, die Leichtigkeit in der Profession mehr zusagt als jetzt im zahnärztlichen Bereich. Ja. Ich habe gesehen, hier ist mehr ein Miteinander. Im Zahnärztbereich musst du halt einfach gucken, dass du der Beste bist. Ja. Das ist so die von der Natur der Sache, dass alle zu dir kommen. Ja. Im Network wirst du erfolgreich, wenn du andere erfolgreicher machst als dich. Und das spricht ja eigentlich komplett gegen die natürliche Economy, sage ich mal. Ja. Und das hat mich hat die Energie und die, ja, dieses einfach die Gefühlsebene sehr angesprochen. Und ich wusste, dass ich als Zahnarzt nicht, wie soll ich sagen, ich kann Geld verdienen, aber ich kann nicht. Und man weiß ja auch, da gibt es ja Daten, ja, Menschen, die glücklich sind, die sind gesund, die haben Geld und die haben auch Freiheit. Ja. Und diese Dinge konnte ich mit meinem Job einfach nicht vereinbaren, gemeinsam. Und dann habe ich das ja parallel gemacht. Also ich habe ja nicht zu mir vielleicht am Anfang einer gesagt, wenn ich sofort entscheiden, das oder das, hätte ich nicht gemacht. Aber das ist ja das Smarte in unserem Business, Chris, das weißt du ja auch. Man kann das Part-Time machen, ja. Und wenn du einen 40-Stunden-Job hast in der Woche, dann hast du ja einen Teilzeit-Job, ja. Und dann kannst du die anderen 40 Stunden, also auf 80 Stunden hochgehen, weil erfolgreiche Menschen machen was. Dann kannst du noch was neben aufbauen. So habe ich es gemacht. Ich bin morgen um 7 in die Praxis, bin abends um 7 raus und habe dann von 7 bis Mitternacht habe ich an meinem zweiten Business gearbeitet. Aber das hat mir so viel Energy gegeben, dass das eigentlich für mich fast Entspannungszeit war. Weil da wären wir schon beim Thema, es hat mir einfach mehr Energie gegeben, als ich reingesteckt habe. Ja? Und deshalb war das für mich kein Schmerz. Mir haben die Leute Spaß gemacht und mich hat halt einfach diese Vision, dass ich irgendwann mal zeitlich, finanziell, aber auch geografisch wirklich frei sein kann. Wie jetzt, guck mal, wir sind 4 Wochen weg einfach. Und wir haben das spontan gemacht. Das ist unmöglich, wenn du Zahnarzt bist. Das ist unmöglich mit dem Corporate-Job. Ja? Und diese Freiheit, das war das, was mich so fasziniert hat an diesem Business, dass ich da halt irgendwann, also ich bin mental von Day One all in und dann halt nach 6, 7 Jahren dann auch zeitlich all in. Ja. Wenn ich mir, aber jetzt, das habe ich mir gerade noch gedacht bei dir, weil mir ging das auch so ein bisschen. Du warst immer schon gefühlt ein bisschen anders. Aber früher, war das für dich ein Problem oder hast du dich komisch gefühlt deswegen oder warst du da immer schon stolz drauf und hast gesagt, ja, das ist geil und ich fühle das, oder hast du versucht, mal reinzupassen, oder wie war der Werdegang, dass du jetzt heute dastehen kannst und sagen kannst, das ist eine super Sache? Also ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, fand ich schon immer cool, ein bisschen anders zu sein. Und ich glaube, das haben auch alle, die irgendwo den Code knacken in irgendeiner Branche, in irgendeinem Bereich, auch in einer Beziehung. Ich glaube, auch eine Beziehung, die funktioniert und die langfristig gut hält, ist anders als die anderen. Weil 60% werden wieder geschieden. Weißt du, was ich meine? Also der Average ist immer nicht unbedingt das Beste, ja, auch wenn man das mal denkt. Aber ich habe das schon immer genossen. Das erste Mal, ich weiß noch, ich habe mir irgendwann mal den Bart, wo das erste Mal ein bisschen was kam, da habe ich den pink gefärbt. Ja? Hauptsache mal mit einem pinken Bart rumlaufe. Ja? Oder ich habe dann blonde Haare, blonde Bart. Ja? Ich habe immer halt ein bisschen, weißt du, aber da bist du doch ähnlich, oder? Ich habe immer versucht ein bisschen, und ich fand es immer cool, als Letzter zur Party zu kommen. Weißt? Alle waren schon da und dann da reingrätschen zum Schluss. Ja? Es ist, ja, und sich da einfach ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, wie reagieren die Leute.
fand ich schon immer cool. Ja, hat mir schon mal Spaß gemacht. Also ich hatte nie dieses Ding, oh Gott, ich gehöre nicht dazu oder so, das war es jetzt nicht, aber ich wollte immer durch anders sein, anders handeln, ja, ein Stück weit auffallen. Und das ist auch nicht negativ, ja. Einfach, hey, hier bin ich, ja. Ja. Ja, so geht es mir eigentlich auch. Also, wobei ich habe früher schon versucht, auch eine Zeit lang reinzupassen. Also ich hab das nicht immer embraced. Ich war das nicht immer und habe gesagt, Mann, hier bin ich und so weiter. Aber ist schon ein Weg auf jeden Fall, wo man stolz drauf sein kann. Ist ein Weg. Ja. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich da immer, hey, aber gefühlt oder intuitiv habe ich immer so diesen Weg gewählt. Ja, ja, ja. Ja. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, vielleicht noch eine Frage. Die Frage zur Sicherheit. Also trink ruhig. Wir sind hier ja gechillt. Du durftest jetzt auch hier einen Drink nehmen. Ich habe einen Kaffee am Start. Beim nächsten Mal, bei der zweiten Folge, trinken wir einen Wein zusammen in der Folge. Das machen wir. Nehmen wir mal einen Cognac-Schwenker oder sowas. Ne? Ja, ja. Das eine, was mich jetzt noch interessiert bei dir, ist das Thema Sicherheit. Weil in der Gesellschaft ist ja Sicherheit im wirtschaftlichen Bereich, im Jobbereich schon hoch angesehen und irgendwie wichtig. Bei der Deutschen vielleicht mehr wie bei anderen. Sicherheit, was ist überhaupt Sicherheit, was bedeutet das, kann man das überhaupt messen, ist das eine Gefühlssache? Aber viele würden sagen, dass als Zahnarzt zu arbeiten sicherer ist, als eine Selbstständigkeit aufzubauen, wo man eben Kunden gewinnen muss, wo man Vertriebspartner gewinnen muss, wo es, sag ich mal, erstmal von außen unsicherer aussieht. War die Transition bei dir sofort? Hast du es verstanden? Oder wie siehst du das? Oder wie hast du es deiner Frau verkauft? Oder deine Eltern? Ja, also natürlich nochmal, wir sind geprägt aus der Vergangenheit. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ja, ist eines der 8 Grundbedürfnisse. Auf jeden Fall war für mich Sicherheit, ist für mich schon auch wichtig, aber es ist nicht mein wichtigstes Grundbedürfnis. Für mich ist das Thema Freiheit ganz wichtig. Ja. Ich habe in der Schule, oder es ging eigentlich schon los, wenn meine Mutter früh gesagt hat, Dennis, räum dein Zimmer auf, dann erst recht nicht. Kennst du das? Immer wenn zu mir jemand was sagt, jetzt musst du es machen, dann das habe ich gehasst wie die Pest. Ja. Vielleicht erkennt sich da der eine oder andere auch. Ja. Oder in der Schule, wenn der Lehrer, also ist, das war immer so ein Ding. Nee. Für mich war es immer wichtig, selbst entscheiden zu können, frei zu sein. So. Sicherheit oder beziehungsweise die Freiheit ist der größte Feind der Sicherheit und andersrum. Ja. Das muss man einfach wissen. Sicherheit und Freiheit gemeinsam wird wahrscheinlich, die mögen sich nicht so. Das ist wie Licht und Dunkel. Ja? Und der kleine Bruder von der Sicherheit, das ist die Bequemlichkeit. Ja? So, ja. So. Und Bequemlichkeit und Sicherheit, die sind halt meistens nicht, die hängen nicht mit der Freiheit ab. Ja? Deshalb war das für mich, ja, es ist wichtig, aber die Freiheit war für mich immer ein größerer Antreiber als die Sicherheit. Und wenn man es jetzt mal beim Namen nennt, Zahnarzt und Network Marketing, was ist sicherer? Ja? Ich weiß noch, ich hatte am Anfang, wo ich mich mitgelegt habe, ja, Dennis, was ist, wenn dann, ja, irgendwie und wenn du es alles nimmst und die sind morgen alle mehr da, so. Als Zahnarzt bin ich, at the end of the day, normalerweise arbeite ich für mich selber. Meine 10 Finger müssen in Aktion sein. Wenn die 10 Finger nicht in Aktion sind, kein Umsatz, kein Einkommen. So, wir haben viele, viele tausend Vertriebspartner, Chris, in unserem Team. Wenn ich jetzt einmal 4 Wochen nicht arbeiten könnte, aus irgendeinem Grund, gesundheitlich oder ich will nicht oder whatever, ändert es nichts an meinem Einkommen, an meinem Umsatz. Ja? Weil ich an einem großen Gesundheitsnetzwerk beteiligt bin. Ja? Es ist genauso, wenn Elon Musk morgen nicht ins Büro geht, wird Tesla weiterlaufen. Ja? Also das ist einfach das Ding, dass du dir natürlich das einmal aufbauen musst, aber wir haben natürlich so Sicherheitsdinge, Zahnarzt, Steuerberater, Rechtsanwalt, das sind sichere Jobs und so. Ja? Oder halt auch angestellt bei Mali. Ja, ich sage ja, angestellt bei Mali, bei Bosch, aber guck doch mal, jetzt war doch das beste Beispiel, oder? Ich meine, die letzten Monate haben wir doch mal gesehen, dass alles, was wir dachten in der Vergangenheit, aus den Grundfesten rausgezogen worden. Ja? Leute bei Bosch, bei Mahle, die haben Kurzarbeit, Jobs verloren, Automobilbranche ist am Wackeln. Ja? Zahnärzte mussten ihre Praxen zumachen oder durften nur noch Notfälle behandeln, durften keine, ich sage jetzt mal, kosmetischen Eingriffe mehr machen. So, wir haben doch plötzlich mal gemerkt, dass die Dinge, die wir immer denken, dass die in Zukunft einfach nicht mehr stimmen. Das, was wir dachten, was sicher ist, muss in Zukunft nicht mehr sicher sein. The old safe is the new risk, wie man so schön sagt. Ja? Und guck, wie es in unserem Job war. Wir haben die letzten Monate, Chris, wir sind gewachsen.
Weil was wollen Menschen? Gesundheit, und sie wollen einen Plan B. Genau, das ist das, was wir bieten. Sie wollen eine Community. Sie wollen Menschen, die gut drauf sind. Das wird immer wichtiger. Ja? Gerade jetzt in der heutigen Zeit, jeder rennt mit Maske rum. Ja? Also ich meine, selbst jetzt hier im Robinson, also zumindest im Restaurantbereich, musst du, wenn du reingehst, eine Maske. So, du siehst nicht, lächelt dich jemand an, lächelt dich jemand nicht an. Es ist einfach... Und das suchen doch Menschen. Wir Menschen sind Herdentiere. Wir wollen eine Umarmung. Wir wollen Liebe. Wir wollen eine gute Energie. Wir wollen Party. Wisst ihr, was ich meine? Wir wollen ein gutes Gefühl. Und das bietet natürlich unser Business auch, eine gute Community mit Leuten, die Ziele haben, eine gemeinsame Richtung haben. Das ist auch für mich eine Definition von Gemeinschaft und Freundschaft. Ist in eine gemeinsame zukünftige Richtung zu gucken. Ja, nicht immer nach hinten gedacht, sondern nach vorne gedacht. Und das bietet unser Business. Und deshalb ist meiner Meinung nach, wenn du dir das aufgebaut hast, ein Network-Business natürlich sicherer wie eine klassische Selbstständigkeit, weil die Arbeitskraft auf viele Dutzend, Hundert oder Tausend Schultern verteilt ist. Und wenn du selber mal ein Problem haben solltest, dann geht es trotzdem weiter. Yes, sir. Kann ich alles so unterstreichen. Und das ist auch lustig, weil du hast gesagt, im Prinzip ist Sicherheit der größte Feind von Freiheit. Das hat man ja so in der Corona-Zeit gesehen. Ich meine, in Deutschland wurden dann irgendwelche Rechte eingeschränkt, um Sicherheit zu bewahren. Und manche Leute fanden das nicht so cool, viele Leute fanden das aber ganz okay. Also das ist auch kontrovers, sage ich jetzt mal, muss jeder seine eigene Gedanken machen, aber auf jeden Fall absolut richtiges Statement. Und jetzt mit dem ganzen Thema haben wir schon ganz viel gecovert, würde ich sagen, kommen wir mal vielleicht zu dem Thema Investment, weil ich gehe mal davon aus, dich fragen ganz viele, Dennis, wie soll ich investieren? Vielleicht sogar ganz frische Partner fragen die, wow, wie soll ich investieren? Und die meisten haben gar kein Geld zum Investieren, wenn wir jetzt mal wirtschaftlich denken. Wir können das Thema ja auch breiter fassen. Aber wenn wir wirtschaftlich reden, dann geht es ja immer, wo soll ich mein Geld hin? Und dann haben die noch gar kein Geld, aber die wollen das große Rad drehen. Aber es ist trotzdem ein super wichtiges Thema, weil wenn du dich nicht mit Investieren beschäftigst, dann wie willst du deine Zukunft bestreiten? Also das ist ja das Fundament. Investieren ist ja das Fundament von deiner Zukunft. Und ich sag mal, da ein breites Mindset zu haben bei der Überschrift, ist essentiell überhaupt, ob du jetzt unser Business machst oder nicht, aber in unserem Business sowieso. Ich habe mir jetzt gedacht, wir reden drüber, wenn du betriebswirtschaftlich, also wenn du kein Geld hast und wenn du Geld hast, aber dann hast du vorher im Vorgespräch noch gesagt, Mensch, wir können das viel größer aufziehen und vielleicht möchtest du da ein bisschen einsteigen. Ja, Chris, also ich möchte deshalb über das Thema Investment sprechen, weil ich es nie gelernt habe. 99,9% der Menschen, die lernen das weder in der Schule noch von Mutter und Vater, was ist überhaupt ein Investment? So, und die Definition eines Investments ist, ich investiere, das kann Geld sein, das kann Zeit sein, das können Emotionen sein, das kann Energie sein, irgendwo rein. Und es kommt mindestens das, was ich rein investiert habe, kommt wieder zurück. Am besten mehr. Das ist die Definition eines Investments. Sonst ist es eine Ausgabe, okay? Investment heißt, das, was reinkommt, kommt mindestens gleich viel zurück, besser mehr. Das ist die Definition eines Investments. So. Und das wissen die meisten nicht und deshalb sind sie pleite, emotional pleite, finanziell pleite, weil sie sich nicht überlegen, ist, wenn ich das jetzt mich da rein investiere, kommt das auch mindestens wieder zurück. Und das geht schon bei Beziehungen los, das geht bei Freundschaften los, das geht bei so. Und wenn ich irgendwo, das ist ja auch das Thema mit einer Beziehung, wenn ich nur irgendwo immer Energie reinstecke, wenn ich nur gebe Zeit und es kommt gar nichts zurück und es zieht mir nach eher Zeit, dann ist es ein schlechter Invest und irgendwann wird nichts mehr kommen auf meinem Konto. Irgendwann werde ich pleite sein, emotional pleite oder körperlich pleite oder weißt du, was ich meine? Deshalb muss man immer die Definition von Investment wissen. Heißt, ich investiere Zeit, Geld, Energie, whatever, Liebe und es kommt mindestens genauso wie zurück, wenn nicht noch mehr. Das ist die Definition von Investment. Darüber machen sich schon mal die meisten gar keine Gedanken. Ja? Deshalb sage ich immer, kontrolliere deine Beziehungen, kontrolliere deine Freundschaften, kontrolliere dein Umfeld. Ist das, was du reingibst, kommt es zurück? Bist du auf dem, ja, ist das even oder noch eher mehr? Lässt es dich wachsen, ja? Dein Umfeld durch das, was du investierst oder nicht. Das ist mal das Allererste, ja? Dass du überhaupt auf eine Basis kommst, um dir wirtschaftlich weiterhin Gedanken zu machen. Weil die meisten sind halt energetisch vom Mindset, haben die so schlecht investiert ihr ganzes Leben lang, dass sie schon gar nicht auf die Idee kommen, wirtschaftlich zu investieren. Ja. Aber da vielleicht kurz reinzugrätschen, jetzt würden natürlich viele sagen, Dennis, das ist aber sehr rational, also in einer Beziehung bin ich doch bedingungslos.
und ich helfe doch und ich will doch, also wie kann ich da jetzt irgendwie Buch führen oder wie kann ich da eine Waage suchen? Das ist ja, also so bin ich doch gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Das wäre jetzt ein Argument, wo ich auch oft kriege, weil ich bin genau deiner Meinung. Und Nee, das hat gar nichts gemeint. Das ist ja alles nur meine Meinung. Ja? Meiner Meinung nach muss ich gucken, dass es mir gut geht. Wenn es mir gut geht, kann ich gucken, dass es anderen Menschen gut geht. Schade Beziehung so. Ja? Und natürlich ist es jetzt so, wenn ich jetzt mal meine Beziehung, ich bin jetzt 26 Jahre mit der Claudia zusammen. Wenn das nicht, das Wort Investment hört sich halt technisch an. Ja. Aber es hat eigentlich eine emotionale Bedeutung. Wenn das kein Fluss ist, wenn das kein Geben und Nehmen ist, das spürt doch jeder. Ja? Ich habe das jetzt nur technisch übertragen. Dann läuft es aus und deshalb halten Beziehungen nicht lange. Wenn du nur Energie reingibst oder Liebe, du gibst nur einer Person die ganze Zeit Liebe, es kommt keine Liebe zurück. Das wird langfristig nicht funktionieren. Ja? Und natürlich führst du da kein Buch. Aber wenn Menschen eben, und das ist schlussendlich das Ergebnis, wenn Menschen in irgendeinem Lebensbereich in Anführungsstrichen ausgebrannt sind oder platt sind oder whatever, dann ist es immer, dass sie irgendeine Ressource ihres Lebens schlecht investiert haben. Ja? Und dass man halt gucken muss, sich da immer wieder auch bewusst sein, hey, ist es so, dass es mir auch gut tut? Und wenn es dir gut tut, dann ist es in dem Sinne Investment, dass das, was du reingegeben hast, auch wieder zurückkommt. Also ich finde schon, dass man das so ruhig mal beim Namen nennen darf. Und wenn der eine oder andere dadurch vielleicht ist das mal registriert, hey, stimmt vielleicht, könnte ich mir mal Gedanken drüber machen. Ja? Und dadurch irgendwie in der Zukunft sagt, hey, stimmt eigentlich, da kommt nichts zurück, da muss ich mir mal Gedanken machen. Egal, wo jetzt nichts zurückkommt, aber da muss ich mir mal Gedanken machen, weil da geht von mir zu viel Energie, zu viel Ressource rein und es kommt keine Ressource zurück. Ja, ja oder halt bei dem Thema zum Beispiel körperliche Komposition, also körperliche Aufstellung. Wenn jetzt jemand übergewichtig ist und einfach nur das isst, was schnell geht und so weiter, dann investiert er vielleicht zu wenig Zeit, zu wenig Aufmerksamkeit in das Thema. Weil vielleicht hat er dann Gelenkprobleme und so weiter und so fort. Und da ist er dann halt immer Defizit. Aber vielleicht sollte er da jetzt nicht mehr Geld investieren, vielleicht auch in bessere Ernährung. Aber er sollte auf jeden Fall mehr Zeit und Aufmerksamkeit dem Thema schenken. Absolut. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Finde ich ein guter Einstieg. Viele Leute, Dennis, das ist ja schon High Level, was du jetzt hier gerade redest. Sich so überhaupt Gedanken zu machen, also das habe ich auch nicht bis vor 5, 6, 7 Jahren. Und ja, ich denke mal, gerade mit unserem Podcast hier können wir vielleicht den einen oder anderen quasi sein Potenzial aufmachen. Aber war das bei dir schon immer so oder wie kam bei dir der Cut? Kann das jemand für sich selber ohne uns jetzt schaffen, ohne jemand anders so eine Erkenntnis zu gewinnen? Oder braucht er da irgendwie besondere Eltern dafür? Oder kam der Cut bei dir auch durchs Business oder schon vorher? Oder wie ist der? Also ich kann für mich nur ganz klar sagen, also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, über das Thema, dass ich schon mal ein bisschen anders sein wollte. Das war so ein bisschen natürlich in mir drin. Aber ich habe mir nie, also jetzt auch während meiner Tenniszeit oder meiner Zahnmedizinzeit, habe ich mir solche mentale Themen, muss ich ganz ehrlich sagen, das war gar nicht auf dem Radar, also das hat wirklich mit meinem Business hier angefangen, als ich mich angefangen habe, mit Erfolg zu beschäftigen, was ist Erfolg, mit erfolgreichen Menschen zu beschäftigen, da ging es eigentlich los, dass ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe und dann sind mir natürlich einige Dinge aus der Vergangenheit, die ich vielleicht intuitiv richtig gemacht habe oder auch falsch gemacht habe, aufgefallen. Aber bei mir ist ganz klar, durch mein Business, durch Network Marketing habe ich mich mit Mindset beschäftigt, mit Erfolg, mit Zielen, mit all diesen Dingen, wo du dir im normalen Umfeld, im normalen Bereich einfach wenig Gedanken darüber machst, weil du das weder in der Schule lernst, wer lernt denn was über Zielsetzung in der Schule? Ja? Also ich hatte da nie was drauf. Heute weiß ich, zeig mir eine Person, die glücklich ist und ich zeige dir eine Person, die Ziele hat im Leben. Zeig mir eine Familie, die glücklich ist und ich zeige dir eine Familie, die Ziele, die Visionen hat, die Träume hat. Ja? So, ja. Wenn du da aber nie drüber dir Gedanken machst oder das als Huibu irgendwie ablegst, dann fragst du dich vielleicht relativ lange in deinem Leben, Mensch, warum geht es nicht vorwärts? Warum bin ich nicht da, wo ich hin möchte? Ja? Ja. Also ganz klar hat bei mir mit dem Business angefangen, unbedingt. Okay, und jetzt bei dem Thema noch die letzte Frage, bis wir zum wirtschaftlichen Investieren kommen.
Wir sind ja oftmals schlecht investiert. Sag jetzt mal, wir alle Menschen sind gut, wir alle alles in Liebe, aber wie du auch sagst, manchmal stimmt es einfach nicht. Und dann ist es aber schwer, sein emotionales Invest abzuziehen. Ist es schwer, da eine Waage zu finden. Und ich bin da sehr konsequent, muss ich sagen, aber ich kenne andere, denen das sehr schwer fällt. Weil ich habe halt eine Klarheit irgendwie, weil mir bringt es nichts und der anderen Person bringt es auch nichts. Das ist einfach auch für mich unehrlich. Wenn du Sachen tust, nur um der anderen Person zu gefallen, zum Beispiel, aber du nicht ehrlich bist, nicht keine Rückgrat hast in dem Moment. Und dann sage ich, sei doch lieber ehrlich, sei straight up und dann haben beide mehr davon. Aber die Problematik siehst du auch, oder? Weil manche befinden sich ihr ganzes Leben, sage ich jetzt mal, in Beziehungen, emotionalen Invests, die wirklich nicht renditeträchtig sind für sie selber. Ja, ja, das ist halt auch so wieder dieses, es sind auch wieder alte Prägungen, ja, falls mein Internetstand hier dran ist, ein bisschen instabil, aber ich hoffe, es klappt. Alles gut, top. Das sind natürlich schon noch alte Prägungen und ich sage immer da, wo eine große Moral draufgelegt wird, ja, was so emotionale Schwere, da habe ich ja schon ein bisschen grundsätzlich mein Problem damit, aber ich denke, und da komme ich wieder zurück, da hat man schon mal, es beginnt alles bei uns selbst, ja. Man sagt, das ist gar Egoismus, das heißt ja nur Ego, das bin ich, ja, so. Und wenn es mir gut geht, ja, dann kann ich auch anderen gut tun. Wenn es mir nicht gut geht, ja, dann kann ich auch anderen nicht gut tun. Ja? Und deshalb finde ich, muss man schon mal so einen Öko-Check machen und mal gucken. Öko-Check, kennst ja unser Lieblingswort Öko-Check, aber das ist ein gut. Auch das habe ich ja mal lernen dürfen. Das wusste ich vielleicht schon, aber dass es so einen schönen Namen gibt, wusste ich nicht. Und dann halt eben prüfen, tut mir das, wo ich gerade drin bin, tut mir das gut, dass ich wirklich blühen kann und dass ich in die Energy komme. Und dann, wie gesagt, dann kann ich andere berühren, dann kann ich was bewegen da draußen und dann bin ich auch hundertprozentig überzeugt, bist du langfristig glücklich. Aber natürlich haben wir gerade so Familie, Freunde, weil weißt du, so diese ganzen alten, schweren Definitionen, ja, jetzt der Kalle ist doch schon seit dem Kindergarten dein bester Kumpel, den kannst du doch jetzt nicht und so, ja, nur weil ich den Kalle schon seit dem Kindergarten kenne, muss es nicht derjenige sein, den ich sage jetzt mal bis zum Grab mit durchziehe, ja. Das kann nicht die Idee des Lebens sein, also mit Sicherheit nicht, ja. Aber viele lassen sich durch diese moralischen Gewichte, sage ich immer, extrem, extrem runterdrücken im Leben und kommen dadurch leider nicht vom Fleck. Ja, ja, absolut. Also würde ich auch unterstreichen, jetzt das Thema investiere wirtschaftlich und so weiter. Also. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir unterteilen das ein bisschen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der jetzt kein Kapital auf der Seite hat, kein Geld, keine Werte, aber vielleicht Zeit. Was würdest du dem für Tipps geben? Also, warum investierst du überhaupt? Was ist der Sinn dahinter für dich? Also, für mich ist der Sinn des Investierens, also jetzt wirtschaftlich gesehen, ja, auch wieder frei zu werden. Ja? Langfristig frei zu werden. Durch Invest, das heißt, dass im Prinzip gewisse Vermögenswerte auch wiederum, das ist ja im Prinzip, und das ist ja das Spannende im Network Marketing, ich baue mir mit dem Network Marketing ein Real Asset auf, einen Vermögenswert, der mich frei macht. Ja. Der mir, wie soll ich sagen, der mir Renditen abwirft und das Ganze kann man natürlich auch ohne Network Marketing machen, indem man sagt, okay, ich nehme ein gewisses Kapital und investiere das wo rein und lasse es für mich arbeiten. Nur den meisten fällt es eben, wie du es gerade gesagt hast, am Kapital. Deshalb macht es doch auch wiederum Sinn, sich im Network Marketing parallel was aufzubauen. Ja? Ein bisschen den Grundstock, den man dann wieder investieren kann. Aber ich glaube, grundsätzlich machen wir uns keine Gedanken auch darüber, weil wir Verantwortung gern abgeben im Leben. Wir kommen ja alle aus so einem Ding raus, die Rente und irgendwann wird schon. Und es ist dieser schmale Grat im Leben zu erkennen, ja, das Leben ist lang, aber egal wie lang es ist, es ist auch wiederum nur ein Wimpernschlag. Es ist echt so. Das ist die Kunst, Chris. Ich werde jetzt 43. What the hell, Mann? Ich werde 43. Das gibt es doch gar nicht. So, ich war erst 22. Weißt du, wo sind die letzten 20 Jahre geblieben? So, und das ist genau dieser Irrglaube, dieses, ich habe noch Zeit. Ja, du hast noch Zeit,
Aber dieser Gedanke, der trägt dich so lange, bis irgendwann die Zeit mal immer kürzer wird. So, wenn ich jetzt heute erst anfangen würde, mir über das Thema Geld Gedanken zu machen, weil der größte Freund des Invests ist die Zeit. Wenn du früh anfängst zu investieren, ja, wenn heute einer hier zuhört und 18 ist, so, und der legt jeden Monat 50 Euro weg, ja, ja, ja. Und der legt das Ding auf einen Indexfonds, das heißt einen Aktienfonds, der einen Index abbildet, zum Beispiel den deutschen Aktienindex mit den 100 größten deutschen Firmen. So, wenn der das über 30 Jahre da drin liegen lässt, kann er es nicht verhindern, dass er durch die 50 Euro jeden Monat Millionär wird. So, aber da kommt natürlich wieder das Ding, das Langfristige, du siehst es am Anfang nicht, exponentielles Wachstum. Ja? Wir Menschen können eben auch nicht Zins denken. Das ist unser Problem. Ja? Das heißt, unser Hirn lässt es nicht zu, diese Vorstellungskraft, wie das ist irgendwann, weil die Kurve geht so ewig flach und dann geht es halt mal, ja, nach hinten hoch. Wenn du dir heute das Vermögen von Warren Buffett anguckst, wie das sich in den letzten 5 Jahren verändert hat, ja, auf über 80 Milliarden, sorry. Ja, aber von den 80 Milliarden sind, glaube ich, 60 Milliarden in den letzten 5 oder 7 Jahren entstanden. Ja, das ist halt dieses exponentielle Wachstum. So können wir nicht denken. Und deshalb tun es die meisten nicht. Ja, oder fangen gar nicht erst an, irgendwas im Bereich Investment zu tun, weil sie nicht im Zinseszins denken können. Ja, und deshalb macht es halt im wirtschaftlichen Bereich doch Sinn, sich auch ein Stück weit da zu zwingen, auch über Routinen. Ja. Aber wir können ja gleich ein bisschen darüber reden, in was für Investments muss ich besser und was muss ich weniger zwingen kann. Ja. Aber es macht natürlich absolut Sinn, sich früh über dieses Thema Gedanken zu machen und auch nicht diesem, wie soll ich sagen, Irrglauben zu unterliegen, ich habe ja nichts zum Weglegen. Ja. Ja. Jeder hat ein bisschen was. Du kannst immer einen Anteil dessen, was du hast, weglegen. Ja. Und das Leben ist wirklich so simpel und ich habe da auch viele Fehler gemacht, deshalb kann ich da heute drüber reden. Ja? Also ich hätte auch früher Dinge tun können, ja? Habe es aber nicht gemacht, weil ich immer gedacht habe, hey, ich kann es auch morgen noch machen oder nächste Woche noch machen oder übernächstes Jahr. So. Und dann machst du zweimal die Augen zu, bumm, bist 43 und du hast nichts. Ja? Und ja. Das ist gut, dass wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also viele Leute, danke Dennis, würde ich auf jeden Fall alles so unterschreiben. Also die eine Gruppe, die hat kein Geld auf der Seite, da würde ich halt sagen, und die haben einen Job, aber der Job deckt halt die Fixkosten. Wie du sagst, man kann immer ein bisschen was auf die Seite legen. Aber ich sag mal, das, was man hat, wenn man keine Ersparnisse hat, das ist meistens Zeit. Also überleg dir doch, und du hast auch gesagt, eine 40-Stunden-Woche ist wirklich ein Halbzeitjob. Also was die Leute denken heutzutage, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, da kannst du locker noch nebenher was machen. Und da bau dir doch da ein Zusatzeinkommen auf. Das Geld kannst du dann sparen und dann investieren. Und die Leute, die was haben, können trotzdem dann was aufbauen. Aber der Punkt ist ja aus meiner Sicht, dass es gibt einen Paradigm-Shift von das Geld auf dem Konto liegen lassen zu, hey, ich muss mein Geld, wenn ich was habe, ich muss damit was machen. Weil unsere Eltern, die haben noch Zinsen gekriegt auf dem Konto. Beispiel, denen hat es nur halbwegs gepasst, dass man das Ersparte auf dem Konto lässt. Heutzutage ist es aus meiner Sicht eine Todsünde. Und wir machen halt keine Investment-Tipps, das ist unsere persönliche Meinung hier. Aber ich sage, das ist ein riesen Fehler. Heutzutage sagt man mehr als, sag ich mal, 6 Monate Sicherheit, 12 Monate Sicherheit auf dem Konto liegen zu lassen. Aus bekannten Gründen, sage ich jetzt mal. Also aus meiner Sicht natürlich Zeit zu investieren am Anfang, zweites Standbein, unser Business ist dann natürlich naheliegend, weil du mit dem Business, das du aufbaust, Zeit investierst, dir aber gleichzeitig den Vermögenswert aufbaust, ohne dass du investieren musst. Also so ein bisschen Sechser im Lotto, sowas findest du eigentlich nicht, dass du ohne Kapital, nur mit deiner Zeit, dir einen Vermögenswert aufbauen kannst. Und deswegen ist eigentlich unser Business eigentlich das Go-To-Werkzeug, egal was ihr vorhabt. Absolut. Ich meine, ich sage immer, es geht ja gar nicht immer darum, wenn wir jetzt mal kurz in unser Business, weil im Network Marketing ist ja oft so, dass die Worte schnell, einfach und viel, da reagieren Menschen natürlich extrem drauf. Und es wird leider oftmals auch diese drei Worte gern benutzt, weil Menschen darauf anspringen. Nochmal, jeder hätte gerne viel und das Ganze schnell und einfach. So. Aber das gibt es im Leben nicht, okay? Ich sage immer, wenn es da einen Schalter gäbe, wo schnell, einfach, viel, da würden sich alle anstehen. Wenn es einen Schalter gibt, wo Arbeit langfristig und sicher, da stellt sich kein Hans Wurst an. Ne? So, also die andere Reihe ist voll. Aber ich sage immer, es geht doch in dem Business nicht immer um,
um Tausende, Hunderttausende, whatever. Das, was du gerade gesagt hast, ist das Entscheidende. Man kann sich mit diesem Business part-time 100, 200, 500 Euro aufbauen, die ich vorher nicht hatte, die ich dann investieren kann. Und das auf die Zeit gesehen, macht euch irgendwann frei. Ja? Also wenn du im Network über 20 Jahre 500 Euro im Monat verdienst und du investierst die gut, dann wirst du da dein Vermögen aufbauen, was du vorher nicht hattest. Ja? Ja. Das heißt, wir müssen heute gucken, dass wir zusätzlich, weil bei den meisten ist einfach das, was die investieren in dem Job. Und deshalb sind die Menschen auch frustriert, ja? Weil der Outcome für den Input nicht stimmt. Ja? Ist so. Und deshalb ist es so eine smarte Lösung, sich hier nebenher was aufzubauen und das dann zu investieren. Weil wie du gesagt hast, wir bekommen heute nun mal auf dem Konto nichts mehr. Meine Eltern, die hatten Zeiten auf dem Sparbuch, da haben die 10% gekriegt. Ja? Das muss ich mal vorstellen. In Nigeria, da haben wir ja heute, ich sag mal, Nigeria ist ein schönes Beispiel. Beispiel, weiß ich jetzt nur von meinem Nachbar, da kriegst du eine 8% auf ein normales Girokonto. Aber Nigeria ist auch noch so ein bisschen 1960 in Deutschland. Ja, so. Und ihr könnt euch eine einfache Zahl merken. So, wenn ihr die Prozentzahl, ihr Lieben, durch 72, das ist das, wann sich euer Geld verdoppelt. So, wir haben aktuell, also wenn würdet ihr 10% kriegen, wie meine Eltern noch auf dem Konto, und ihr macht die 10% durch die 72, dann dauert es 7 Jahre. Ja, bis euer Geld sich verdoppelt hat. Das heißt, wenn mein Vater 1980 10.000 reingelegt hat, 7 Jahre später waren aus 10.000 20.000. So, jetzt haben wir aber natürlich nur noch keine 10% mehr, sondern wir haben nur noch 1% oder 0,1%. So, und wenn ihr da überlegt, wie lange es dauern würde, bis sich euer Geld verdoppelt, da braucht ihr 3 Leben dazu. Ja? Deshalb macht es heute keinen Sinn mehr. Also es ist diese Regel, ja, den Prozentsatz, die Rendite durch 72, dann wisst ihr, wann sich euer Geld verdoppelt. Deshalb macht es Sinn, heute eben, weil ihr die Inflation ist höher, die, ja, whatever. Also natürlich macht es Sinn, so einen Sicherheitsbetrag auf dem Konto zu haben. Ja? Wenn die Waschmaschine kaputt geht oder was auch immer. Aber um das Geld zu vermehren, und das ist wichtig, Geld will sich vermehren. Ja? Das erkläre ich meinen Kindern immer. Geld will Kinder haben und viele Kinder machen, aber man muss sie halt da rauslassen. Ja? Aber viele Leute hören, also guck mal, und deswegen sage ich ja auch, das, was unsere Eltern gemacht haben, war richtig zu dem Zeitpunkt. Ja. Das war absolut richtig. Meine Eltern zum Beispiel haben sogar dann schon vor 10 Jahren sogar in Fonds investiert und so weiter. Das war für damalige Zeit schon echt weit. Bin ja auch mega dankbar. Die haben da ja auch noch echt, es war eine super Idee. Natürlich kann man noch ETFs gehen, das ist noch ein bisschen smarter, aber trotzdem, war ein guter Move trotzdem. Aber viele junge Leute hören heute, zum Zeitpunkt von heute, trotzdem noch auf die Ideen und das, was die Leute vor 20 Jahren gemacht haben, was die Eltern, die gehen zu ihren Eltern als Investment Advisor. Und ich sehe da eigentlich wenig Qualität, was da rauskommt irgendwie. Ja, ich meine, meine Eltern ja auch, das war die Bausparvertrag-Generation, ja. Mal einen Bausparvertrag und du aufs Sparbuch und so, klar. Da wären wir wieder bei dem Thema. Wir können natürlich in der neuen Zeit nicht mehr nach den alten Regeln spielen. Ja. Auch wenn das schwer ist. Und ich sage immer, Eltern müssen einem Liebe geben, aber sie müssen nicht, wie du gesagt hast, sie haben nicht, wir können nicht den Druck auf die Eltern legen, dass das jetzt unsere Vermögensberater sind. Ja. Oder das können sie, wissen Sie, was ich meine? Es ist other generation. So. Und es mag vielleicht auch Eltern gegeben haben, die haben da relativ früh schon weit mit Immobilien vielleicht, mit Aktien, mit Aktienfonds was gemacht. Aber sagen wir mal, der Großteil kommt eher aus der Sparbuch, Bausparvertrag, Bankgeneration. Das wäre mit Sicherheit heute der falsche Ratschlag. Alright, kommen wir vielleicht gerade zu dem heißesten Thema. Mein erstes Herz schlägt ja für Juice Plus Network Marketing und und für meine Frau natürlich. Aber mein zweites Herz schlägt für Immobilien. Dennis, natürlich auch noch andere Sachen, aber Immobilien, da schlägt mein Herz einfach dafür, weil du eine Sicherheit in der Hand hast, du kannst skalieren, du kannst quasi leveragen, das kannst anfassen, da kann ich auch noch selber ein bisschen optimieren, das ist einfach so, so geil, das Thema. Ich weiß, du hast einen sehr schönen Immobilienbestand jetzt schon, du hast damals aber sehr spät damit angefangen, sage ich jetzt mal.
Aber wie sind so deine Inputs zum Thema Immobilien? Kannst du es jedem empfehlen, vielleicht auch, auf was man aufpassen sollte? Wie könnte man einsteigen in das Thema? Und so ein bisschen ein Overview aus deiner Sicht. Ja, also ich bin natürlich auch Immobilienfan, gerade aus den Dingen, die du eigentlich jetzt gerade schon gesagt hast. Ja, also es gibt ja so die drei Hauptdinge. Du hast eine Hebelwirkung bei Immobilien, ja, weil du quasi für einen großen Vermögenswert sogar über einen Kredit der Bank, ja, die Bank gibt dir Geld, ja, um eine Immobilie zu kaufen. Das heißt, du hast dann einen Mordshebel. Du hast das Thema Wertsteigerung in der Immobilie. Ja, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo im JWD, eine Immobilie, wird die Immobilie langfristig, natürlich wird es auch mal Auf- und Abs geben, aber auch da langfristig Wertzuwachs haben. Und das Thema Cashflow, das heißt, die Immobilie kann dir monatlich, wenn du eine gute Rendite dementsprechend findest, monatlich einfach auch noch einen Cashflow bieten. Also Hebelwirkung, Wertsteigerung und Cashflow, das sind so die hauptpositiven Dinge der Immobilie. Und das Spannende an der Immobilie ist, dass du halt auch einfach ein Stück weit, ich sage immer, zum Sparen auch gezwungen wirst. Ja? Jetzt ist so, ja. Beim Fordern kannst du sagen, ah, ich jetzt heute mal nicht den Monat oder ich nehme es mal wieder raus oder hat man doch alles schon erlebt. Ja, habe ich auch erlebt als junger Mensch. Da hast du einen Fonds angespart, da hast du mal 3.000 draufgeht und dann ist irgendwas kaputt gegangen, hast du gerade wieder rausgenommen. Ja? Und jedes Mal hast du wieder hast du deine Geldgans wieder kaputt gemacht. Ja? Und das ist halt das Spannende in Immobilien. Wie es der Name schon sagt, das ist natürlich auch ein bisschen immobil. Wenn das Geld da drin ist, du kannst es nicht sofort wieder rausholen. Also man schützt sich ein Stück weit auch immer vor sich selber. Ja? Aber ich bin natürlich ein absoluter Immobilienfan. Es gibt ja diesen schönen Satz, reiche Menschen sparen ab und arme Menschen sparen an. Das ist ja eben das Spannende, weil du bekommst ja, du kaufst dir quasi mit, sagen wir mal, ein altes, klassisches Beispiel, du kaufst dir eine Wohnung für 100.000 Euro. Ja, wenn das eine Wohnung in einer einigermaßen Lage ist und du eine einigermaßen Bonität hast, ja, das heißt, deshalb ist die Haushaltsrechnung ist wichtig und die Vermögensbilanz. Kein Banker dieser Welt, ihr Lieben, will euer Schulzeugnis, euer Abitur oder irgendwas sehen. Ja, ich dachte ja, wir brauchen ein gutes Abitur. Nein, das interessiert den Banker nicht, weil das Abitur eures Lebens, und das meine ich ganz ernsthaft, haben die meisten Probleme nicht. Das Abitur und das Zeugnis eures Lebens ist eure Vermögensbilanz und eure Haushaltsrechnung. Haushaltsrechnung heißt, was kommt rein im Monat und was gebt ihr aus? Das sollte im besten Falle ein Plus stehen. Ja? Das heißt, dass ihr mehr einnehmt, als ihr ausgibt. Und eure Vermögensbilanz ist eben das, man guckt, hey, was habt ihr an Vermögenswerten, an Geld, an Gold, an Aktien, an Immobilien? Und das sollte euren Schulden gegenüber positiv sein. Ja? Also irgendwelchen Verbindlichkeiten, Leasingverträgen, irgendwelchen Krediten vom Mediamarkt, was es natürlich alles noch so draußen gibt, das sollte auch ein Plus sein. Und wenn die beide Plus sind, dann ist die Chance, dass ihr von der Bank Geld bekommt, relativ groß. Ja? Und das sind so die ersten zwei Dinge, die ich auch wirklich nochmal jedem mitgeben möchte, weil ich das auch als junger Mensch immer falsch gemacht habe. Zu früh. Zu viel ausgegeben, zu früh einen auf die dicke Hose gemacht, ja. Ja. Nochmal, es ist ja alles verständlich, deshalb, weil ich diese Fehler ja auch gemacht habe. Nochmal, ich liebe schöne Autos und alles schön, haben wir alles, aber ich würde das jetzt vielleicht im Nachhinein, wenn man mir da einen kleinen Tipp abringen möchte, hätte ich das gerne ein bisschen später gemacht und hätte gerne ein bisschen früher angefangen, das dann doch auch mal sinnvoll zu investieren. Aber das sind zwei Dinge, die wirklich wichtig sind für jeden. Wenn ihr investieren möchtet, in Immobilien jetzt zum Beispiel, bei Fonds ist das uninteressant, da muss nur das Geld eingehen. Aber wenn ihr in Immobilien investieren möchtet und von der Bank Geld haben wollt für diesen Invest, dann müssen diese beiden Dinge, Haushaltsrechnung und Vermögensbilanz, stimmen. Und guckt da auch wirklich mal drauf, ihr Lieben. Guckt jeden Monat, und ich weiß, es tut weh, ja, aber das ist ein Tipp. Guckt euch an, wie sieht euer Vermögen aus? Ist da ein Plus? Ja? Habt ihr mehr Geld als irgendwie Schulden? Und bleibt am Monatsende was übrig. Und guckt euch einmal im Monat, macht eine kleine Inventur jeden Monat. Das tut gut. Ich weiß am Anfang, es gibt ganz viele Menschen, die wissen ihren Kontostand nicht. Und das ist ein Drama. Die fragst du, was hast du auf dem Konto? So die Vogelstrauß-Taktik. Man guckt gar nicht drauf, weil man irgendwie weiß, das hängt so ein bisschen schief, das Ganze. Ja? Also übernehmt da Verantwortung. Das ist so wichtig. Weil wenn ihr keine Verantwortung für eure Finanzen übernimmt, könnt ihr keine Verantwortung für euer Leben übernehmen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Info. Ne? Ist so. Und Dennis, aber Kredit aufzunehmen ist ja gefährlich, weil, uff, wenn da was passiert, dann bist du da selber, hängst du da drin.
Ja, das ist ja das Thema gute und schlechte Kredite. Ich würde jetzt keinen Kredit für einen Fernseher aufnehmen. Ja? Ja, oder Easy Credit, was weiß ich was, für eine Reise. Ja? Aber das ist ja die Deutschen, die planen ihren Jahresurlaub besser zum Teil als ihr Vermögen. Aber daran seht ihr, die Bank gibt euch nur, das, also jetzt kommen wir wieder rum, für die Bank ist nicht Freiheit das Wichtigste, für die Bank ist Sicherheit das Wichtigste. Nochmal, wenn es ein Wort gibt bei Banken, ist es Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das ist also, das ist das erste Gebot bei der Bank ist Sicherheit. So. Das heißt, Banken geben dir nur für was Geld, wo sie auch davon überzeugt sind, dass im Worst Case, wenn ihr sagt, ich muss die Hand heben, ich habe kein Geld mehr, dass die Immobilie trotzdem den Wert hat, ja, dass sie ihr Geld wieder zurückbekommen. Also Sicherheit ist das Allerwichtigste. Und daran seht ihr schon mal, Banken geben euch Kredite für Immobilien, aber sie geben euch keine Kredite für Aktien. Man könnte auch sagen, ja. Deutsche Bank. Ich möchte Deutsche Bank Aktie kaufen. Die Deutsche Bank wird euch nicht für ihre eigenen Aktien einen Kredit geben, aber die Deutsche Bank gibt euch einen Kredit für eine Immobilie in einer guten Lage, die, ja, wo Mieter drin sind, wo Cashflow da ist, wo Wertsteigerung da ist, gibt es solche Immobilien. Deshalb macht es Sinn, meiner Meinung nach, auch da ein bisschen was anzusparen, mal 10.000 Euro anzusparen und dann eben mal in die erste Immobilie zu investieren, die vielleicht 100.000 Euro kostet, in die erste Wohnung, da mal ein bisschen reinzuschnuppern, ja. Wie läuft es mit meinem Mieter und so weiter und so fort, ja. Aber in der heutigen Zeit natürlich, wir haben gerade aktuell natürlich einen relativ guten Zins, wir haben eine Niedrigzinsphase, wenn ich da eben in eine gewisse Lage gucke, wo ich, sagen wir mal, 6% Mietrendite habe, dann kann ich eben durch diese Mietrendite, und das ist durch die Miete, kann ich im Prinzip meine Kapitaldienstleistung der Bank zurückführen. Das heißt, ich kann meine Zinsen bezahlen durch die Miete. Ja. Der Mieter tilgt mir noch meinen Kredit zurück. Ja. Und im besten Falle bleibt noch was übrig. Ja. Das nennt man dann Cashflow positiv. So. Und dadurch ist natürlich das eine ganz, ganz smarte Art und Weise, weil dir sozusagen der Mieter dein Vermögen aufbaut langfristig. Ja. Ja, ja. Indem er den Kredit zurückbezahlt. Ja. Also die Tilgung. Und Tilgung ist ja Vermögensaufbau. Ja. Weil wenn euer Kredit sinkt, ja, steigt dadurch euer Vermögen. Und er führt sogar noch die Zinsen ab, ja, also die Kosten für die Kapitaldienstleistung der Bank. Und deshalb ist das eine ganz, ganz smarte Art und Weise, um Vermögen aufzubauen. Und über die Jahre, sagen wir mal über 10, 20, 25 Jahre, wo sich die Immobilie abbezahlt, wenn man jetzt nur mal mit 1% Zuwachs an Wertsteigerung rechnet, dann ist die Immobilie nach 20 oder 25 Jahren dann auch nochmal 25% mehr wert, wo ich begonnen habe. Dann ist nicht mehr 100.000 die Wohnung wert, sondern 125.000, also ganz klein gerechnet. Ja. Und mein Kredit wird aber langfristig durch die Inflation, die wir haben, durch die Geldentwertung, wird quasi mein Kredit immer weniger wert. Ja. Und das heißt, dadurch geht die Schere schön auf, die Vermögensschere, eure Immobilie mit mehr wert, euer Kredit wird weniger wert und das hier zwischen ist euer Vermögen. Ja, also deshalb macht es meiner Meinung nach Sinn. Wenn aber jemand sagt, hey, Immobilien, was ist, wenn der Mieter nicht zahlt? Oder was ist, wenn mich der Mieter anruft? Oder es gibt ja Menschen, die haben da einfach ein Thema und sagen, Mensch, ich möchte da nichts damit zu tun haben. Dann machen natürlich jetzt, sagen wir mal, Investments in einen guten ETF oder so, in so ein MSCI World, wo einfach die ganze Welt abgebildet ist. Ja? Und wenn es in 30 Jahren noch die Welt gibt und es gibt noch irgendwelche Firmen, da sind die da abgebildet. Und wir hatten über die Jahrzehnte immer eine positive Entwicklung und die Menschheit ist eine zähe Rasse, die wird sich immer wieder durchsetzen, werden immer wieder neue Firmen kommen. Ja. Und natürlich geht es auf und ab, aber wenn man eine Linie durchzieht, geht es hoch, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch da früh anzufangen, was reinzulegen und vielleicht über die Jahrzehnte 6-7% zu erwirtschaften. Dann kann man sich da auch was Schönes aufbauen. Also es hängt auch so ein bisschen, ich sage immer, vom was bin ich für ein Typ vom Charakter, aber wichtig ist auf jeden Fall, was zu machen, ja, ja. Weil es wäre unverantwortlich, nichts zu tun und einfach zu warten und zu denken, dass der Staat irgendwas für einen macht, ne? Ja, und ich sage jetzt mal, bei Investments geht es ja auch ein bisschen um Langfristigkeit, weil sonst spekulierst du, wenn du jetzt in einen ETF reingehst und im Jahr später wieder rausgehst, dann ist es ja eher spekulativ, dann kannst du so schon kein Vermögen auf. So, ich sag mal, 10, 15 Jahre, wenn er immer, wahrscheinlich eher 20 Jahre, so, das ist der Horizont und dann ist das eine super Sache. Und wenn er immer, sparst du ja auch monatlich. Ob das jetzt der Mieter ist oder du, noch was dazu, du sparst monatlich. Beim Aktienportfolio oder beim ETF solltest du auch monatlich was reinlegen. Und genau, Immobilien vielleicht noch ganz kurz, Dennis. Selbstgenutzte Immobilie ist ja auch ein bisschen kontrovers. Ich sehe das ein bisschen,
Was für mich für eine selbstgenutzte Immobilie spricht, ist das Zwangssparen. Wo ich sagen würde, hey, jemand, der zur Miete wohnt, legt mit Sicherheit nicht den Betrag auf die Seite, den er bei einer selbstgenutzten tilgt. Und deswegen sage ich, okay, das hat schon einen Charme, aber wie siehst du das mit der selbstgenutzten? Also ich wohne zur Miete. Und ich könnte mir ein Haus leisten. Aber das ist auch so ein bisschen... auch so ein bisschen Augusto. Ja? Du hast vollkommen recht. Für jemanden, der diszipliniert ist, und du weißt ja, Disziplin ist die höchste Form der Selbstliebe. Ja? Ja. Und für disziplinierte Menschen ist es mit Sicherheit, wenn man alles unterm Strich rechnet und du legst wirklich das weg, was du, wie gesagt, an Zins und so für die eigene Bude und so weiter, dann kannst du sicherlich langfristig, wenn du mietest, mehr rausholen, ja, ja, weil die eigengenutzte Immobilie kannst du weder steuerlich Geld machen, sie wirft dir kein Geld ab. Also das ist immer auch wieder die Definition einer Ausgabe ist, du investierst was rein und kommt nichts zurück, es kommt kein Geld in deine Tasche, die eigene Immobilie spült dir kein Geld in die eigene Tasche. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, emotionaler Wert kannst du natürlich wiederum nicht vergleichen. Ja. Mein Vater sagt immer, Buhe, das Gefühl, wenn ich mein Haustier zumache und weiß, das ist meins und ich kann außen rumlaufen, dann ist das ein emotionaler Wert und dann ist das auch wichtig. Und dann muss man, also ich bin da jetzt nicht militant und sage, ist alles falsch oder alles richtig. Ja. Betriebswirtschaftlich macht es natürlich Sinn, weil die meisten Menschen, die nehmen dann dieses bisschen Geld und stecken das eben in die eigene Immobilie. Und das ist dann ihr Lebensinvest. Und ja, das ist halt kein Invest. Da kommen wir wieder zum Thema, weil es fließt nur Geld rein und es kommt ganz raus. Du kannst ja da nicht mit 65 sagen, so, Karle, kommt Frau und sagt, so, jetzt verkaufen wir den Kamin, dann können wir in Urlaub gehen. Macht ja keinen Sinn. So, du kannst von dem Ding ja nicht abbeißen. Das heißt, ja, liquide, und das Geld fließt erst wieder, wenn du die Immobilie verkaufst. Ja? Ja, ja. Also, solange du selber drin sitzt, kostet dich das Ding auch immer wieder. Klar, nach 30 Jahren kommt das Dach, da kommt Heizung. Also auch ein Eigenheim, man darf nicht der Illusion verfallen, dass man da keine Kosten hat. Im Gegenteil, du hast viele laufende Kosten auch da drin. Aber wie gesagt, der emotionale Wert für viele darf man nicht unterschätzen. Und wenn das wichtig ist und wenn ich das glücklich mache, dann musst du es auch machen. Ja? Yes, sir, aber yes, darfst dich vielleicht dann auch nicht wundern, wenn du dann irgendwann sagst, Mensch, scheiße, jetzt haben wir unser eigenes Häusle, aber wir können nicht in den Urlaub gehen. Ja? Yes. Weil wir halt sonst kein Cashflow haben. Ja. Aber das ist, wie gesagt, Augusto, ich persönlich habe lieber das Geld, was ich jetzt in die eigengenutzte Immobilie investiert hätte, in andere Immobilien investiert, baue mir dadurch Mieteinnahmen, einen weiteren Cashflow auf, der mich frei macht, dass ich reisen kann, wenn ich irgendwann mal ein bisschen älter bin und so weiter. Also ich habe jetzt da keine so eine emotionale, oh Gott, ich brauche mein Häusle oder so. Ja, ja. Aber für viele ist es extrem wichtig. Alright, ich will auch gerne, wir wollen nicht mehr Zeit von dir in Anspruch nehmen, wir müssen jetzt nur kurz 5 Minuten machen wir noch, dann kommt noch die Fire Round. Yes. Aber jetzt noch kurz, du hast jetzt schon das Thema ETFs angesprochen, ist naheliegend, kann auch jeder in Google gucken, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. ETFs ist eine super Sache. Gold vielleicht noch ganz kurz, Gold und Silber, ist das aus deiner Sicht ein Invest oder wie stehst du? Also Gold ist halt einfach, also ich habe auch Gold, ja, also physisches Gold zum Anfassen. Das muss nicht von deinem ganzen Geld, aber ich sag mal so 5-10% dessen, was du dir an Vermögen aufbaust, darf ruhig auch mal in Gold sein. Gold ist einfach, ja, die Sicherheit, Gold ist ein Sicherheitswert, ja, ist wahnsinnig gestiegen in der letzten Zeit, ja, also ich habe mein Gold damals, ich weiß noch, da haben wir es für $1,200 die Unze, für $1,200 noch die Unze vor 3 Jahren oder so, jetzt sind wir bei über $1,800 die Unze, ja, und das ist natürlich klar. Wenn die Börse wankt, dann geht's Gold hoch. Ja? Wenn es der Börse gut geht, dann geht's Gold ein bisschen runter. Also die fangen sich so ein bisschen gegenseitig auf. Ich sage immer, einfach auch da, es gibt so viele Regeln da draußen. Es gibt so viele YouTube-Videos, es gibt so viele... Ja, du kannst so das krass. Thema ist nur, die Menschen machen es nicht. Das Leben, Chris, ist nicht so kompliziert, wie wir es uns immer wieder denken. Ja? Ja. Und wie du es gerade gesagt hast, heute... In einen ETF, das heißt in einen Fonds, der einen Index abbildet, ob das jetzt ein amerikanischer S&P 500 oder wie gesagt der MSCI World, wenn du da reinsparst über die Zeit, da kannst du nicht wirklich was falsch machen. Ja? Aber du kannst im Leben nur Dinge falsch machen, indem du es nicht tust, egal wo im Leben. Es kommt immer nur der Punkt, es kommt kein Punkt im Leben, wo du sagst, oh scheiße,
Mann, ich habe investiert, jetzt habe ich da Geld, ja. Nein, es kommt immer nur der Punkt, wo du sagst, oh Scheiße, ich habe nichts gemacht in der Vergangenheit, ja. Aber in allen Lebensbereichen, im Körper, in der Beziehung, mit dem Geld, es kommt nie der Punkt, wo du bereust, dass du es getan hast, sondern immer nur der Punkt, wo du bereust, dass du es nicht getan hast. Und das ist eigentlich echt mein Aufruf an alle. Yes. Macht's einfach. Macht Gold, wenn ihr Gold macht Immobilien, wenn ihr das nicht machen wollt, dann macht das mit ETFs, aber macht was, ja. Macht was. Das Schlimmste ist, nichts zu tun. Das ist immer, die Leute warten immer auf den perfekten Moment. Aber ich sage immer, perfekt gezögert ist ein Scheiß. Ja? Lieber nicht perfekt gehandelt, da kommt er vorwärts. Ja? Es gibt nicht den perfekten, die perfekte Immobilie. Es gibt nicht den perfekten ETF. Es gibt nicht den perfekten Partner. Das gibt es nicht. Ja, nee, das ist so. Das muss man einfach sagen. Sondern es gibt das Ding, let's do it. Ja? Und das ist der Charme des Lebens, es zu tun. Ja? Und auch mal ein bisschen mutig zu sein. Weil Armut kommt von arm an Mut. Ja? Und die Leute, die keinen Mut haben, die werden halt arm bleiben. Das ist halt so. Ne? Ja. Und Zusatz, wie ist das zu Bitcoin? Ist das für dich eher Spekulation oder siehst du da langfristig wirklich auf jeden Fall was Werthaltiges dahinter? Gibt es hier die Meinung ja schon ein bisschen auseinander? Ja. Ich habe ein paar Bitcoin, du hast ein bisschen Bitcoin. Ich habe auch ein bisschen Krypto, ich habe ein paar Ethereum, ich habe ein paar Ripples, ich habe ein paar Bitcoins. So, aber auch da wiederum, da würde ich jetzt nicht mein komplettes Vermögen reinsetzen. Also bei mir ist wirklich so, ich habe mit Sicherheit 80% in Immobilien oder 70, schätze ich mal. Dann habe ich vielleicht nochmal 20% in Aktien oder vielleicht habe ich so ungefähr 20-25% und dann habe ich nochmal 10-15% Gold und Bitcoin, so Geschichten. Ja, obwohl Gold ist jetzt was Sicheres, aber Bitcoin habe ich ganz, ganz wenig. Ja. Aber ich möchte auch nicht, dass wenn meine Enkel mal zu mir sagen, Mensch, Opa, der Bitcoin ist bei 500.000, warum hast du noch keinen gekauft, wo er nur 2 kostet? Ja? Und dann muss ich zu meinem Enkel sagen, ja, weil ich keine Entschuldigung, weil ich nicht den Mut hatte, mal da ein bisschen reinzugehen. Also auch da, es einfach mal tun, ja, wenn es dann weg ist. Bisschen die Zehe ins Wasser halten. Ja, das ist so. Mal gucken, wie kalt ist Wasser. So. Weil das schlimmste Punkt ist, das kennst du ja auch mit allem, ja. Jetzt habe ich schon Tesla-Aktie bei 1.700 Dollar. Ja? Klar, hat man die auch gesehen, wo sie weiter unten war. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Ja. Pech gehabt, ja. Du darfst die auch nicht verrückt machen lassen. Also wenn du Trader sein willst, dann guckst du auf die Aktie, aber wenn du im ETF investiert bist, dann lass es liegen, mach deinen Sparplan und guck da jetzt ständig drauf. Das ist wirklich wichtig. Es sind auch wirklich so die zwei Dinge, wo ich wirklich sagen würde, wirklich ETF sparen oder wie gesagt, sich einen kleinen Kuchen batze mal anhäufe, 10.000, 12.000 Euro in die erste Immobilie investieren, sich da reinfuchse und dann da sich da halt auch ein kleines Portfolio aufbauen. Ja. Alright, kommen wir zur Fire Round, lieber Dennis. Oh. Da hab ich dich ja darum gebeten, Nummer 1, dass du eine Buchempfehlung mitbringst, vielleicht zum Thema, aber du kannst ja auch allgemein, du kannst ja auch ein paar Bücher nennen. Dann 3 Tipps fürs Leben, also für dich persönlich und deine Vision. Das ist natürlich auch immer ganz interessant für die Leute und kannst einfach raushauen. Also Buchempfehlung, 3 Tipps fürs Leben und deine Vision, deine Lebensvision. Okay. Also ich habe in 3 Bereichen Bücher. Also mein Lieblingsbuch zum Thema mich selber führen, über mich selber nachdenken und andere führen, ist das Buch von meinem Freund Robin Sharma. Jeder kann in Führung gehen, heißt es. Oder der König, der ohne Krone regierte. Ja. Ist für mich eins, also da habe ich sensationell geschrieben, da habe ich echt auch eine Träne verdrückt. Ja. Aber das, egal was man macht, es bringt einen weiter im Leben zum Thema Führung, wie gesagt, weil jeder kann in seinem Leben Führung übernehmen. Ja. Dann zum Thema Finanzen finde ich das Buch Warum die Reichen immer reicher werden von Robert Kiyosaki. Ein bisschen ein ketzerischer Titel, aber da ist viel Wahrheit dran. Sehr, sehr gutes Buch. Oder das Money-Buch von Tony Robbins. Ich weiß ja auch ein Riesending. Da kommt man, wie gesagt, auf jeden Fall dem Thema näher. Und dann habe ich noch ein drittes Buch, beziehungsweise 2 Bücher zum Thema Mindset, wo ich das allererste Mal gemerkt habe, weil das ist ja auch was wir uns nicht bewusst sind. Ich meine, hätte mir vor 20 Jahren einer gesagt, als ich Zahnmedizin studiert habe, dass Gedanken mein Leben beeinflussen, ne, ich gesagt, also dein Badwasser geschnommen war zu warm, ja, oder keine Ahnung was haben sie mit dir gemacht, ja. Aber das Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, das hat wirklich in dem Bereich mit The Secret, das ist halt so ein bisschen luftiger geschrieben, aber Denke nach und werde reich ist wirklich ein Klassiker,
wo einfach erfolgreich und vermögende Menschen begleitet sind und wo man guckt, was machen die mit ihrer Birne, wie steuern die ihre Gedanken. Und wie gesagt, und oftmals Menschen, die nicht da sind im Leben, wo sie sind und nicht happy sind, die sind sich einfach auch der Kraft ihrer Gedanken nicht bewusst. Und das ist eines der wichtigsten Learnings einfach, ja. Und deshalb sind das so in diesen drei Bereichen meine Lieblingsbücher. Was war's? Tipps fürs Leben? Drei Tipps fürs Leben. Ja, es sind vier bei mir. Du musst immer anders sein. Ist so, ich mache keine drei. Und das sind die vier L's, ihr Lieben, die mich wirklich jeden Tag irgendwie ein Stück weit beeinflussen. Das ist das Thema Leben, Lieben, Lernen und ein Lebenswerk hinterlassen. Seid euch trotzdem bewusst, ich meine, wenn es nach dem Durchschnitt geht, der durchschnittsdeutsche Mann wird 78, dann habe ich jetzt nur 36 Sommer vor mir. Das heißt, ich muss mein Leben leben. Ja, und dessen bin ich mir jeden Tag bewusst, ihr Lieben. Wenn du morgens aufstehst und du setzt deine Füße auf den Boden, du spürst alles, es funktioniert alles, lebt und seid einfach dankbar dafür. Ja. Und dann das Thema Lieben, das ist mir auch wichtig. Ich liebe meine Kinder abgöttisch jeden Tag. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Familie. Das ist wahrscheinlich das höchste Gut und darum geht es wahrscheinlich schlussendlich im Leben. Ja. Ist, dass wir geliebt werden und dass wir Liebe weitergeben. Und dann ist mir aber das Thema Lernen auch wichtig, weil wenn einmal der Satz kommt, früher war alles besser oder das ist das Ende, ja, und wir sind natürliche Wesen und wir wollen wachsen und deshalb ist Lernen wichtig, dass man immer am Ball bleibt. Und das ist für mich auch so, ich habe jetzt auch schon ein paar ältere Herren kennengelernt, ich finde es super, wenn die dann über 70 sind und hier am Robinson Club, der eine kam zu mir her, schwäbischer Unternehmer, und gesagt, hey, wir spielen aber mal, weil ich früher auch Tennis gespielt und so. Ja, ich finde es einfach so sexy, so geil, wenn man auch im Alter, ja, wenn man nicht diesem Dogma unterliegt, da wären wir wieder, oh, jetzt bin ich doch schon so und so alt, jetzt kann ich doch das und das nicht mehr machen. Ja. Das ist der Anfang vom Ende, ja, wenn man aufhört zu lernen und wenn man von gestern spricht. Und Alter hat auch nichts mit Weisheit zu tun. Das habe ich echt abgelegt, muss ich ehrlich sagen, ihr Lieben. Ja. Handlungen, und Werte, das hat was mit Weisheit zu tun. Und es gibt Menschen mit 30, die sehr weise sein können. Es gibt Menschen mit 80, die alles andere sein können. Ja? Die nur motzen und jammern und sagen, früher war alles besser. Ne? Also das Thema Lernen ist für mich ganz wichtig. Und ein Lebenswerk erschaffen. Ich will was erschaffen. Und da wären wir eigentlich schon auch irgendwie bei der Vision so ein Stück weit. Ich will einfach was Großes erschaffen. Und das ist mir wichtig, wo meine Frau, meine Family, meine Kinder irgendwann mal sagen, hey, guck mal, der Papa, der hat seine kurze Zeit auf dem Planet von 100 Jahren wirklich super ausgenutzt und er hat viele, viele Menschen berühren dürfen, hat viele, viele Menschen positiv beeinflussen dürfen. Und darum geht es im Leben. Wenn Menschen, die erfolgreich sind, mich hat mein kleiner Sohn mal auf den Fidschi-Inseln gefragt und er hat wortwörtlich den Terminus genommen und da ist für andere, er hat gesagt, Papa, warum sind wir so reich? In seiner Welt sind wir reich. Ist ja gut, was Reichtum immer bedeutet. Ja. Und da habe ich ihm erklärt, hey Dennis, Jamie, du wirst im Leben emotional, finanziell und keine Probleme haben, wenn du Mehrwert an Menschen weitergibst. Wenn du anderen Menschen hilfst, dass sie ein besseres Leben haben. Ja? Nicht, wenn du deine Zeit eintauschst gegen whatever, ja? Sondern wenn du anderen Menschen einen Mehrwert bietest, dann musst du dir im Leben keine Sorgen machen. Und das ist das, was ich machen will. Ich möchte 100 Menschen in unserem Team, mindestens 100 Menschen helfen, dass sie Millionär werden, ja, dass sie mit diesem Geschäft sagen, okay, wir haben Generationenwohlstand aufgebaut. Das ist so, und ich will, das hört sich jetzt auch hart an, aber ich will an meiner Beerdigung, will ich mal, dass tausende von Menschen da sind, alle im Hawaii-Hemd, ja, keiner in Schwarz, ja, das werde ich vorher testamentarisch festlegen, und alle sagen, hey Mann, guck mal, der Big D, ja, der hat jetzt zwar hier ins Gras bisse, aber wegen dem haben wir viel gelacht, wir haben viel erlebt, wir haben Wahnsinnsmomente gehabt, und der Typ hat echt unser Leben verändert. Ja. Gemeinsam natürlich mit meiner Frau, das ist ja bei uns immer alles ein Ding. Aber das ist so mein Lebenswerk. Und ich möchte auch einfach der beste Ehemann und der beste Vater sein. Bei mir hat Vision ist nicht eins, ja, sondern ich möchte der beste Ehemann, ich möchte der beste Vater sein, den es gibt. Und meine, meine,
wie soll ich sagen, meine Paarvision ist ja, ich sage mit der Maus immer, hey, wenn wir dann beide 100 sind, dann springen wir gemeinsam von der Klippe. Ja. wir sind ja schon seit 26 Jahren zusammen, ich kann mir ja ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Ne? Also ja. Das ist wirklich dieses Geschenk, und das ist aber auch wiederum Arbeit. Liebe ist ein Tunwort. Ja. Und es war aber für mich auch immer eine Lebensvision, schon als junger Bub. Ich wollte immer eine tolle Beziehung haben mit einer tollen Frau. Und da arbeite ich täglich dran. Und auch die Vision wirklich für meine Kinder einfach ein Vorbild zu sein, muss ich auch irgendwann mal sagen, hey, Vater hat im Großen und Ganzen alles richtig gemacht. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte, weil ich liebe Geschichten, zum Schluss erzählen. Wir waren gestern oder so hier im Restaurant und dann haben wir es irgendwie drum gehabt, weil ich liebe ja meine kleine Tochter, ich bin ja so verliebt in die Maus. Und dann haben wir es drum gehabt, ja, wenn sie mal einen Freund hat oder so, ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also Jonah, wenn du mal einen Freund hast, dann kommt er erst mal zu mir ins Büro, ja. Und wir machen erst mal Gespräche unter vier Augen, ja. Und dann sagt sie doch tatsächlich so in ihrer siebenjährigen Liebe, ja, das ist ja, mit sieben bist du ja nur Liebe, sagt sie, ja, Papa, wieso denn? Jeder Mann ist doch gut und liebevoll zu seiner Frau, so wie du das zur Mama bist. Und da sind mir fast die Tränen runtergelaufen, weil wir wissen alle, dass nicht jeder Mann da draußen liebevoll zu seiner Frau ist. Ja? Ja. Aber in ihrer Welt, und das hat mir so gezeigt, okay, ist das, was ich bisher vorgelebt habe, einigermaßen schon mal, bin ich schon mal auf dem richtigen Weg. Ja? Und das ist eine riesen Vision für mich, ein Riesenziel, dass ich meine Kinder so vorbereite für das da draußen. Ja, dass sie einfach gute Menschen sind, dass sie mit dem Herz vorausgehen, dass sie immer anderen helfen. Weil wenn du vielen anderen helfst, dann wirst du dir selbst geholfen und dann wirst du ein Leben haben, wo du irgendwann mal sagst, jawohl, wenn die Kiste zugeht, alles hat sich gelohnt. Ja. Und wir haben in die richtigen Dinge im Leben investiert. Ja. So sieht's aus, Dennis. Danke für die tollen Worte. Ganz im Sinne von unser Potenzial erkennen. Das war der richtig starke Podcast mit dem Dennis.